Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten kleinen Singleplayer-Koop-Runde Super Bomberman R zwischen dem Ian und mir, beziehungsweise im Koop. Wir werden es das irgendwie teilen. Ich habe gesagt bekommen, dass man wunderbar zusammen spielen kann. Wir können uns irgendwie trotzdem noch battlen, aber eben mit einer Lebensleiste. Echt? Ich glaube, wir müssen zusammen spielen, oder? Wir müssen doch. Wenn wir beide spielen, ist es dann wirklich zusammenspielen? Wenn wir beide zusammenspielen? So, hast du den ersten Controller, glaube ich. Ja, dann stell du mal lieber ein. Oder so, ja. Ich weiß aber auch nicht, wie es geht. Wir wollen jetzt erstmal die Story spielen. Wir sind ja hier, um uns das ganze Spiel mal anzugucken. Die Entwickler sind hier. Wir haben auch schon richtig viel zusammen im Multiplayer zu 8 gespielt. Das ist sehr, sehr spannend und interessant hier. Aber irgendwie gehört trotz allem auch zu Bomberman ein bisschen auch der Singleplayer-Modus. Ja. Obwohl es ja eigentlich ein reines Multiplayer-Spiel ist, wenn man mal ehrlich ist. Wer spielt denn schon Singleplayer? Das ist schon das Hauptding, so mit Freunden zusammen so abzugehen. Irgendwie schon. Ne? Aber die Story finde ich auch interessant. Habe ich früher immer gern gespielt. Weißt du, mit meinem Bruder und meiner Schwester, wir haben immer komplett Single-Modus durchgemacht. Mach auch Bock. So. Ist halt geil, wenn du so mit der Zeit immer. Komm, wir starten einfach. Dürfen wir? Wir machen einfach, ne? Wir machen einfach. Ja, wir sparen jetzt den ganzen Anfang und das Tutorial und steigen direkt ein in Kapitel 2. Okay. Ich glaube, ich komme hier drin? Rein. Okay. Ich fände es super, wenn du den gelben nehmen würdest. Ja, okay, mache ich. Das macht Budi auch immer. Ja. Und dann mache ich den blauen. Okay. Und dann weiß jeder, was er bei uns zu erwarten hat. Du musst A drücken. Schwarz wäre noch besser. Dann können wir Black and Yellow singen, weißt du? Okay. Willst du? Black and Yellow. Okay. Blue and Yellow. Black and Yellow. White and Yellow. Aqua and Yellow. Es geht Pink and Yellow. Es geht mit allem. Merkst du? Es geht mit allen. Moment, ich muss hier gerade. So. Okay. Alles ist gewählt. Okay, hier rechts seht ihr schon die erste Map und ganz klare Vorgaben, alle erledigen. Okay. Das kriegen wir hin. Ja, machen wir mal, ne? Jetzt, ich frage mich nämlich wirklich, wir werden es ja gleich sehen, ob wir, weil du ja meintest, wir spielen zusammen, aber wir sind ja zwei einzelne Sind wir? Ja, aber wir müssen. Können wir uns wahrscheinlich gegenseitig verletzen, nehme ich an. Ja, können wir. Müssen eine falsch gelegte Bombe. Genau, müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert, ne? Okay, ich bin. Die Kamera, okay, kann man die Kamera drehen? Ich glaube, das ist auch nur im Singleplayer-Modus so. Wir haben bisher nur Multiplayer gespielt und da ist die Kamera ein bisschen anders. Ich kümmere mich mal um die Seite hier rechts. Bisschen, oh scheiße, oh kacke. Das ist für mich wirklich eine Premiere. Ich habe, glaube ich, noch nie den Singleplayer-Modus von einem Bomberman gespielt. Nicht? Was machen diese komischen Schalter da eigentlich? Welche, ich glaube, die gehen weg. Ach nee, Alter, krass. Bist du schon tot? Ja, Mann, das ist einfach losgefahren. Scheiße. Okay, wir teilen uns die Leben. Ja, siehst du? Genau das ist passiert. Verdammt! Ja. Ich geh weg. Hast du da gerade eine Bombe gelegt? Nein, hab ich nicht. Okay. Er ist sehr langsam. Das ist ein mieser, komischer Bohrer da. Okay, du hast ihn sehr gut. Der Schalter sorgt dafür, genau, du hast es gerade mitgekriegt. So ist das, okay. Dass diese Rampen hochgehen. Und ich glaube, diese blauen Dinger sind dann Portale, wo man dann durch kann, ne? Ja, dadurch, dass wir natürlich jetzt später eingestiegen sind, wissen wir das nicht so genau, aber. Lass mal kurz gucken, was ist denn blau? Warte, Vorsicht, ich leg dir eine Bombe. Weg. Okay, die können doch nichts. Guck mal, wie die hier rumeiern. Mhm. Hier, der Android-Logo-Gegner, der ist jetzt auch gleich weg. Verdammt. Es tut mir leid, Mann! E2-Brut. Wir spielen ja super zusammen. Ja, es funktioniert schon mal gut. Okay, offensichtlich kommen die Gegner immer wieder. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, was. Spawnen die aus dem Blauen da? Der ist jetzt weg. Kann das sein? Oh. Okay, jetzt können wir rein. Ach, das ist einfach nur der Ausgang. Ja. Natürlich. Okay, cool. Stage clear. Yeah. Oh, jetzt ist mir aber auf einmal warm hier. Das ging ja schnell. Schön irgendwie, das weckt echt alte Erinnerungen. Findest du nicht? Ja, irgendwie ist das ganz cool. Wir hatten ja. Ja, okay. Ich weiß genau, was passiert ist. Es ist ein bisschen meine Schuld, weil ich meine Bombe nach deiner gelegt habe. Du hast den Weg freigemacht, ich habe dich erledigt. Ich dachte gerade, ich wäre schwarz. Das ist uns vorhin auch schon die ganze Zeit passiert im Multiplayer-Battle. Da sind wir beide schwarz. Und das Schöne ist, dass alle anderen, gegen die wir kämpfen, nicht wissen, wer von uns. Wir sind nur noch. Wir sind als Duo verschrien. Wir sind the Germans. Genau. Und die verschwören sich auch alle gegen uns. Ja? Die haben was gegen Deutsche hier. So ist das. So, keiner wollte mit uns alliieren. Was haben wir gemacht? Wirklich, nicht mal die Japaner wollten mit uns alliieren. nicht mal die. Kennen wir noch von früher. Ja, echt? Oh fuck. Oh, diesmal bist du aber in meine reingerannt. Mann, das ist ganz schön peinlich. Es tut mir leid, dass ich so scheiße spiele. Ja, ich habe das seit 10 Jahren auch nicht mehr gespielt. Wir sitzen jetzt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Ja. Ich weiß gar nicht, was die alle machen. Ja. Und schauen uns dabei zu, wie wir hier abkacken. Ja. Okay, jetzt kurz nochmal schauen. Ich öffne dir die Tür und die Explosion habe ich auch geöffnet.
Oder bist du in den grünen reingerannt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich auch nicht. Ich habe mit dem Schalter auf jeden Fall den Weg aufgemacht. Das sind alles Elemente, die haben wir noch gar nicht gesehen im Multiplayer. Oder? Schalter? Also, nee, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich muss mich tatsächlich ein bisschen konzentrieren hier, damit ich nicht nochmal abkacke. Wir haben nur noch zwei Leben, ey. Wie konnte das so schnell passieren? Du bist fünfmal gestorben. Ja, so war es wirklich. Ja. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Das ist korrekt. Nein. Das ist korrekt. Du hast gerade die Schalter aktiviert. Moment, jetzt kommt die Bombe. Oh, falsch. Okay, der eine ist weg. Wir können, glaube ich, durch den Gang. Können wir schon abhauen? Ich glaube, wir würden mehr erreichen, wenn wir einfach immer nur einer spielen würde. Der andere wartet einfach am Eingang. Moment. Guck mal, die kommen aus dem blauen Portal hier wieder raus. Was soll das denn? Was kann man denn machen? Ich kann natürlich verstehen, dass man bei einem Spiel wie Bomberman trotz allem einen Singleplayer-Modus braucht. Oh, zwei auf einmal. Ja. Aber es ist auch ein bisschen. Es fühlt sich falsch an. Gegen KI fühlt sich irgendwie immer falsch an. Man will, dass die Leute ausrasten, wenn man sie mit der Bombe irgendwo einkesselt. Ja, komischerweise hat man noch mehr Probleme mit denen als mit echten menschlichen Gegnern. Oh shit. Obwohl sie ganz programmiert laufen und so weiter. Ich Oh, wir müssen die Schlüssel übrigens kriegen. Ich krieg das hier mittlerweile, kriege ich schon erste Tipps. Das ist wirklich peinlich. Oh Gott, das ist wirklich peinlich. Wir sind so scheiße. Wir sind so scheiße, ich bin schon ganz weg, Mann. Oh, wirklich? Gott, das ist so peinlich. Ian, was ist nur mit dir passiert? Du bist doch Asiate. Ja, okay. Ich habe es echt lange nicht mehr gespielt. Ich muss auf jeden Fall den Schlüssel kriegen. Ich muss gerade noch schauen. Ich glaube, hier diese Blocks muss ich wegbomben. Kann das sein? Nee, so ist es nicht. Kann ich wieder rein? Nee, ne? Ich weiß nicht, du hast alle Leben verdödelt. Ich habe den zweiten Schlüssel, du kommst jetzt, glaube ich, gleich wieder rein. Das ist eine Testrunde hier. Das ist eine Testrunde. Ich spiele gleich super. Du musst auch erstmal hier. Guck mal, okay, du hast das Level geschafft. Okay, cool. Also die Frage, ob weißt du wieder dabei bist. Nee, wir sind jetzt auch wieder. Wir sind ganz durch mit der Welt. Wir haben es geschafft, Simon. Die Welt besteht aus zwei Leveln. Nein. Okay, doch nicht. Okay, bist du noch da? Nee. Wirklich? Du musst jetzt anscheinend erstmal ein ja, ich ein bin Kapitel weg. Schaffen. Ich bin weg. Ja, wir machen das gleich. Ja. Ben, we suck so hard. I'm gone. Forever. Is that so? Nobody expected it. When do I come in again? When he dies. That's not gonna happen. Simon, du musst leider sterben. No. Doch. Schau doch mal, wie gut ich das gerade mache. Du warst eigentlich. Schau mal hier. Die haben natürlich einen extremen Radius. Wir haben jetzt endlich rausgekriegt, glaube ich, was das Problem ist von diesem Singleplayer-Match. Es wurde entfernt aus dem Spiel und plötzlich geht alles. Was hast denn du denn da für komische Pickeldinger, die. Was sind das für krasse Teile? Das sind Herpesbomben. Herpesbomben. Herpesbomben, ja. Okay, jetzt wird's irgendwie schwierig, weil. Oh. Es sind schon viele Gegner ja, da. Ja, ne? Ich find's krass. Ah, Gaglerk! Gaglerk! No. I don't know. No way. Können wir einfach Continue drücken? Ja. Oder? Sind wir beide da? Okay. Du bist auch da. Okay. Bitte bring unsere Leben direkt wieder auf Null. Ich pass jetzt auf, Mann. Ich jetzt schwören kann, ich hab eigentlich erwartet, dass die Bombe dich schon erwischt. Nein. Wir machen das jetzt. Ja, ich bin vorsichtig. Wir sind die Superfreunde mit den Superbomben. Bleib nur ein bisschen weg von mir, dann muss ich nicht auf was anderes achten. Merkt euch das, Mädels. Bleibt weg von ihnen. Ja, genau. Nicht zu nachkommen. Geh weg. Es ist gefährlich hier, sehr gefährlich hier. Achtung, das ist schon wieder mein Untergang jetzt hier. Ja, aber. Ja, ich konnte nicht nach unten gehen, weil du da eine Bombe hingelegt hast. Die Bombe war um die Ecke. Das war nicht meine Schuld. Ich war doch auch recht. Das war nicht meine Schuld. Okay, vielleicht kann ich. Das war meine Schuld. Jetzt musst du dich bewegen. Geh weg. Oh Gott, ich habe einen großen Fehler gemacht. Geh weg. Okay, kurze Erklärung. Ich werde besser. Ja, ist doch wurscht. Wen kümmern das denn? Ich werde besser. Die Schlüssel sind irgendwo in diesen. Oh, da darf man nicht gegenrennen, okay. Schlüssel sind irgendwo in den Blöcken. Sind ja nur noch zwei. Oder manchmal, ich nehme an, dass einer dieser Level muss man die Gegner alle erledigen. Und diese komischen, orangenartigen Gegner, die
brauchen zwei Schläge. Sozusagen. Mhm. Das habe ich gerade gemerkt. Vorsicht, wenn du. Ich habe halt wirklich auch diese fiesen Stachelbomben. Ja. Die sind schon schwerer zu kalkulieren für dich. Geh da einfach nicht in die Nähe. Ja. Okay, jetzt sollen wir Teamwork machen? Wir schließen ein. Okay, wir machen immer Teamwork. Okay, alles klar. So, jetzt komm, jetzt kriegen wir das. Das war ganz gut. Oh, shit. Das war gefährlich. Nochmal Teamwork. Hier, zack. Oh, scheiße, falsch daneben. Okay, nee, es war. Ah, ich bin reingerannt! Aber du hast den erwischt. Ja. Okay, jetzt können wir wieder raus, ne? Jetzt können wir raus. Gut. Oh, wir haben nur zwei Leben verloren. Eindeutig liegt es an der Kälte des Raumes. Wir werden besser. An der Unwirklichkeit dieser Studiosituation. Oh ja, zu viel Licht. An dem ganzen Licht. Es gibt tausend Gründe. Ja. Wir könnten euch noch. Haben wir den richtigen Controller hier? Spielen wir vielleicht damit? Nein. Oh. Okay. Aber das Gute ist, wir Vorsicht. Ich lege jetzt hier eine Bombe, ne? Okay. Da habe ich sie gelegt. Wenn du es schnell mit dem Rhythmus weiter ankündigst, kommen wir klar. Gut. Ich habe eine Bombe gelegt, ganz weit ich weg auch. Von dir. Hier. Okay. Ja. So, wir müssen den grünen. Achtung. Ja, ich weiß nicht, wo er hin will. Ja. Oh, was machst du denn? Du gehst volles Risiko. Nein. Ach, Quatsch. Okay, das war dumm. Geh weg! Ja, ich gehe ja weg. Das ist so schlecht. Ich glaube, das ist eher so ein Beta-Testing für die Singleplayer-Kampagne hier. Kann sein, ja. Ah. So, jetzt reißen wir es aber nochmal richtig zusammen, Simon. Also ich reiß mich zusammen. Ey. Okay. Alles gut, ne? Die verstehen eh nicht, was wir sagen. Wir können auch einfach uns unterhalten. Wie war denn dein Tag so? Was hast du denn heute gemacht? Oh, was haben wir heute gemacht? Da ist ein Schlüssel. Ich hatte heute Nacht um drei hatte ich eine ganz komische Begegnung im Hotel. Willst du dir erzählen? Ja, warum nicht? Ne? Ich würde sie auch erzählen. Vielleicht nicht so ganz jugendfrei. Shit. Ja, aber jetzt ist zu spät. Du kannst es ja doch. Ich würde es erzählen. Aber ist doch nicht schlimm. Also ich konnte nicht pennen. Und um 3 Uhr nachts war es dann so, dass ich so vor dem Aufzug stehe und dann kommt so eine Blondine, habe ich nur gesehen, aus dem Augenblick. Wie sah sie aus? Beschreib sie mir. Sie war groß. Gut. Sie hatte einen sehr krassen Ausschnitt, etwa bis hier. Also es fiel wirklich schon fast raus und sie war anscheinend sehr betrunken. Und dann habe ich mit dem Aufzug auf sie gewartet und sie sagte so, ich habe zu ihr gefragt, which floor? Und sie sagte, your floor. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann sagte sie, it's up to you, free of charge. Weil was mich abtören würde, ist dass sie das schon direkt sagt. Ne? So, normalerweise kostet ich viel Geld und du denkst, okay. Ja, das dachte ich mir in dem Moment auch. Das hat mich sehr skeptisch gemacht. Ja, und weißt du was? Und dann habe ich gesagt, danken abgelehnt und bin ganz schnell weggegangen aus diesem Aufzug. Sagen, und das macht dich, deine Mutter wäre stolz auf dich. Ja, wahrscheinlich. Du hast die Situation nicht ausgenutzt. Du hast es alles ich war auch wirklich nicht mein Typ. Da gab es nichts. Naja, aber das ist ja. Das, aber es war das erste Mal, dass mir eine fremde Frau Sex angeboten hat. Und es ist mir hier in L.A. auf einem Bomberman-Event passiert. Okay. Ja. Wie war die Bomb? ja, aber es ist ja auch so, dass die Attraktivität mit der Späte der Nacht immer egaler wird generell. Aber du hast gut gehalten. Ian, du hast dich gut gehalten. Wir haben zwei. It's okay, guys. He gets like that sometimes. Irgendwann wirst du mal epileptischen Anfall haben und alle werden denken, ah, ist nur Ian. Ja. Da musst du dir mal Gedanken machen. Okay. Alter, was ist denn hier passiert? Ja. Diese rote musst du aufpassen. Die irgendwie. Ich weiß nicht, was das rote macht, aber irgendwie legt es auch Bomben. Zumindest hat es sich gerade so angefühlt. Okay, wer macht ihn? Du? Du. Wer legt ihn? Du ihn. Okay, da. Okay. Oh, er haut ab. Ich schließe nach. Nee, fuck. Okay, sehr gut. Yeah. Okay, das war so ein bisschen Teamplay. Ein bisschen. A little team play. We only have a little team. Ich hau noch ab, Mann! Ich hau noch ab! Wie unnötig. Wie unnötig chaotisch. Okay. Aha. Wir bringen uns aber wirklich jedes Mal selbst in Gefahr. Weil wir zu gierig sind. Ich bleib unten jetzt. Ich werde nun eine Bombe legen. Ach, okay. Die Bombe ist gelegt. Ich renne weg. Ich bin hier unten. Auffahrt! Das ist unfassbar. Aber ich finde, wir machen es gut. Wir haben 3 von 5 Schlüsseln. Und das ist ja hier die Schlüsselaufgabe im Spiel. Und wenn wir die haben, ist dann der nächste Level auch am Start. Ich glaube, wir sind noch die ersten weltweit, die überhaupt Singleplayer so weit gekommen sind. Denn wir haben ja Continue gemacht. Ja. Also haben wir ja den Originalentwicklerstand weitergespielt. Das kann sein, ne? Da werden die sich nicht wundern. Ja, das ist etwas, was noch nie jemand gesehen hat hier. Nein. Haben wir uns gerade geküsst? Ich glaube, das sah so ein bisschen aus, auf jeden Fall. Ja, ne? Boah, ja.
Warte. Gut. Oh, ja. Schlüssel! Ja, nimm ihn. Ja, ja. Gut. Du hast ihn gefunden. Vorsicht, Bombe. Oh, ich finde, ich werde so langsam besser. Natürlich. Ich finde, ich werde schon besser hier. Ey, du hast, und das wissen die wenigsten von euch, weil wir können euch nicht alles zeigen, was hier passiert, aber Ian hat richtig gut abgeräumt im Multiplayer. Ja. Hat gute Punkte gemacht. Genau. Naturally. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Mit, ja, wir werden mit besser, dem, wir werden besser. Ergebnis ja. hier. Okay, cool. Okay. Das ist ganz gut. Ich glaube, wir haben noch 5 Level, dann kommt Endboss. Ah, das ist geil. Jetzt haben wir schön jeder seinen eigenen Sandkasten. Das gefällt mir. Ich muss aber auch sagen, mir macht es eigentlich jetzt wieder erwarten richtig viel Spaß. Ja, das ist nett, ne? Liegt aber vielleicht am Koop. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das jetzt alleine spielen würde, würde es mir einfach, weil man eben wirklich keinerlei Kommunikation mit irgendwem hat, nicht so viel Spaß machen wie jetzt. Ja, man freut sich aber auch, wenn deine Bomben immer weitergehen und so weiter. Und dann wiederum ist es blöd, wenn du stirbst und wieder auf Null zurückgeworfen wirst. Ne? Was auch komisch ist, meine Bomben verhalte ich. Also, weil du es gerade erwähnt hast, ich habe. Echt? Nachdem du gestorben bist? Ich habe diese Stachelbombe habe ich immer noch. Oh, okay. Und jetzt schon seit mehreren Leveln. Krass. Und du warst zwischendurch schon tot? Ja, ich bin mehrfach gestorben. Okay. Oh, shit. Ein Fehler. Oh, Alter! Die schließen einen kaputt. Zu. Weg. Dann kann man nicht mehr weg. Meinst du die Schalter? Ja. Du hast dich da eingeschaltet. Oh shit. Oh, auch sehr interessant, weil wir hier gerade sehen, die verschiedenen Höhenunterschiede. Wenn man von oben eine Bombe wirft, dann fliegt die auch weiter. Also es hat durchaus auch taktische Multiplayer-Komponenten. Das finde ich sehr schön. Okay, der Grüne ist aktiviert. Warte, ich will noch die Bombe haben. Ich muss vor allem auf dich warten. Ja, okay. Glaube ich. Juhu. Ich glaube, du musst das Ding wegbomben. Was denn? Das hier? Da, den kleinen letzten Busch. Und Vorsicht. Jetzt? Kannst du auf den Schalter treten? Ich hätte gedacht, da ist auch ein Schalter. Wenn wir jetzt beide auf den Schalter gehen vielleicht. Ich auch noch? Ja, da unten, nein. Da oben auf dem Plateau ist auch noch ein Schalter. Der ist verdeckt. Aber er ist da. Unten. Wo unten? Runter. Jetzt gehe ich runter. Ach, da. Okay. Aber der blinkt nicht. Blinkt nichts. Und jetzt? Eine Bombe drauflegen? Nee, auch nicht. Im Zweifel würde ich sagen, und ist das eine Bombe nie falsch. Bleib mal stehen und nicht bewegen jetzt. Okay. Nee, hat nicht gemacht. Nee, auch nicht. Wir haben 10 von 10 Gegnern erledigt. Wie kommen wir da hin jetzt? Ben! Das ist deine Lösung auf alles, oder was? Ben! Ben, meine Hose, wie zieh ich die nochmal an? Ben, ich hab nur einen Schuh. Okay. Yeah, Ben left us. I can totally understand why. Okay. Ich versuch's jetzt mal. Ich lauf jetzt mal dahin. Oh, okay. Es war einfach nichts. Es war nur hier in deinem Kopf, Ian. Ja, komisch. Ich dachte auch, da fällt man drunter. Ja, gut. Ja, haben wir beide gedacht. Ja. Haben wir beide davor gestanden. Ja. Okay, wir haben noch 5 Minuten. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, um das Kapitel noch abzuschließen. Ja. Insgesamt. Oh, Ian. Okay, Vorsicht, geh weg. Mann. Ja, alles klar. Ich bin da. Oh, shit. Alter! Wie fies, der springt hier auch noch. Alter. Der Frosch ist fies. Okay, vielleicht schaffen wir ja tatsächlich. Ich bin schon wieder weg. Du bist schon wieder weg? Ich bin schon wieder weg. Okay, dann muss ich. Ja, du musst es an alleine machen. Komm, Simon. Oh Gott. Scheiße, ist das peinlich. Wollen wir noch schnell? Das ist okay, one more try. Once again, with feeling. Okay, jetzt machen wir es aber richtig. Wir klauen hier irgendwem die ganze Zeit Coins, die scheinbar wichtig sind, um weiterzumachen. Die kann man sich auch als DLC kaufen, was natürlich viele Leute jetzt wieder zum Aufschreien bringen wird. Aber das mal als Info von uns. Okay. Er schleimte mich voll. Ich finde es aber auch, das Terrain ist gar nicht so leicht. Ne? Man ist so ein bisschen verwirrt, wo die Bombe dann, weißt du, ist durch die Höhenunterschiede, das ist auch irgendwie neu, dass es hier so Stufen gibt und so, oder? Hast du das schon mal gesehen in irgendeinem Bomberman? Für mich ist das alles relativ neu. Nee, Stufen, Höhenunterschiede schon nicht. Schon ein bisschen anders. Schalter habe ich, glaube ich, mal irgendwo gesehen. Dieser Hüpffrosch ist auch ganz schön scheiße. Ich will den jetzt erledigen. Ja. Wir müssen Vorsicht, ich bin hier. Achtung. Okay. So, oh, fuck. Achtung, geh weg. Das ist nicht gut. Das ist nicht geh weg. Ja. Okay. Nicht anders. Aber es hat. Ja. So. Du hast zumindest den Frosch erwischt.
So, der Rode ist weg. Ach, das ist eine Bombe, die explodiert, wenn man quasi mit einer Bombe kontert. Jetzt ist er weg. Jetzt haben wir es. Okay, das ist immer gut. Ich würde schon gerne noch mal. Es gibt auch einen Bomberman, der läuft wie Naruto. Der läuft so mit den Armen nach hinten. So, weißt du? Ja, der läuft so. Aber ich weiß nicht welcher. Der ist es auf jeden Fall nicht. Der Gelbe, der läuft so ein bisschen panisch dumm. So ein bisschen debil. Okay. Ja, okay, jetzt läuft man auf den wegzubombenden Blöcken rum. Wird immer komplexer tatsächlich. Also ja. Bisher habe ich nicht das Gefühl, dass es langweilig werden könnte. Und wir sind ja noch gar nicht weit. Ich finde es sau schwer tatsächlich. Shit. Also ich hätte jetzt für die zweite Welt, hätte ich gedacht, dass es ein bisschen einfacher ist. Aber ich meine, die haben auch gar nicht so viele Welten im Moment noch am Start. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich das Einfachste. Ja. Schnell noch ein paar Welten hinterher liefern. Ey, keine Ahnung, was jetzt los ist. Ich komme hier nicht mehr weg. Okay, die Map versuchen wir noch zu machen, ja? Ja. Okay. Alter, vielleicht schaffen wir es auch nicht. Alter, Bomben überall! Ey, ich weiß nicht, wo ich sicher bin. Keine Ahnung. Du bist hier nirgendwo sicher. Ich mag diese Spike-Bomben. Die sind irgendwie, die haben auch sowas sympathisch Bedrohliches. Pulsieren die nur so. Ah! Scheiße. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt hier langsam Schluss machen. Echt? Ja, wir müssen Schluss machen. Ich fand's schön. Hat Spaß gemacht? Ich fand's ganz schön erbärmlich. Ja, also es ist wirklich. Oh Gott, nein, das ist die Beitragsbeendigungsbombe! Ja! Oh nein!